In diesem Video erkläre ich euch, wie man den Erwartungswert einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnet. Unter dem Erwartungswert versteht man jene Zahl, die eine Zufallsvariable bei einer sehr hohen Anzahl an Versuchen im Mittel annimmt. Der Erwartungswert beschreibt also sozusagen die zentrale Lage einer Verteilung. Schauen wir uns dazu ein Beispiel aus der schriftlichen Reifeprüfung aus dem Aufgabenpool an. Ihr findet es unter dem Titel Erwartungswert unter der Aufgabennummer 1-447. Die Abbildung zeigt euch die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariable x. Diese Zufallsvariable kann die Werte 1, 2, 3, 4 und 5 annehmen. Wenn wir die Grafik näher betrachten, dann sehen wir, dass an der x-Achse der Wert k eingetragen ist. Und zwar haben wir hier die Werte 1, 2, 3, 4 und 5, die die Zufallsvariable x annimmt. Auf der y-Achse ist die zugehörige Wahrscheinlichkeit angegeben, dass die Zufallsvariable einen dieser Werte annimmt. Wie liest man jetzt diese Grafik? Betrachten wir beispielsweise den Wert 2. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 2 annimmt, hier auf der y-Achse abzulesen mit 0,3. Nun soll der Erwartungswert ermittelt werden. Dazu schauen wir uns die Formel aus der Formelsammlung an. Für eine diskrete Zufallsvariable gilt, wenn man den Erwartungswert berechnet, dass man eine Summe von Produkten bildet. Jedes einzelne Produkt besteht aus zwei Faktoren. Der erste Faktor ist der Wert, den die Zufallsvariable annehmen kann. Der zweite Faktor des Produkts ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable diesen bestimmten Wert annimmt. Und diese Produkte werden summiert. Eine Kurzschreibweise dafür wäre dieses Summenzeichen. Schauen wir uns das jetzt konkret für unsere Aufgabenstellung an. Wir müssen also die jeweiligen Werte mit den Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. Beginnen wir beim Wert 1, das ist der erste Wert, den die Zufallsvariable annehmen kann. Dieser Wert wird multipliziert mit der dazugehörigen Wahrscheinlichkeit 0,1. Nun soll eine Summe gebildet werden, plus daher. Der nächste Wert ist der Wert 2. Auch dieser wird multipliziert mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit von 0,3. Nun folgt der Wert 3, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 3 annimmt, das wäre 0,4, plus der Wert 4 mal der Wahrscheinlichkeit 0,1, plus 5 mal der zugehörigen Wahrscheinlichkeit, die ebenfalls 0,1 ist. Berechnet man das Endergebnis, so erhält man einen Erwartungswert von 2,8. Das ist also jener Wert, den die Zufallsvariable bei einer hohen Anzahl von Versuchen im Mittel annehmen wird. Ich möchte jetzt noch ein weiteres Beispiel mit euch besprechen zum Thema Erwartungswert. Und zwar das Beispiel, das ihr unter dem Titel Gewinn beim Glücksrad unter der Aufgabennummer 1-423 im Aufgabenpool AT findet. Schauen wir uns die Angabe an. Es geht um ein Glücksrad, das in 8 gleich große Sektoren unterteilt ist. Jeder dieser Sektoren wird mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten. Wenn man das Glücksrad einmal dreht, muss man einen Einsatz bezahlen von 5 Euro. Und die Gewinne, die ausbezahlt werden, wenn das Glücksrad im entsprechenden Sektor stehen bleibt, die sind auf dem Glücksrad abgebildet. Schauen wir uns nun die Aufgabenstellung an. Die Frage ist, das Glücksrad wird einmal gedreht und zu berechnen ist der entsprechende Erwartungswert des Reingewinns aus der Sicht des Betreibers. Und weiters ist erklärt, was man unter dem Reingewinn versteht, nämlich die Differenz aus Einsatz, die 5 Euro, die bezahlt wurden, um das Glücksrad drehen zu dürfen,
und dem Auszahlungsbetrag, also dem Betrag, den der Betreiber auszahlen muss, wenn das Glücksrad in einem Sektor stehen bleibt, der eben nicht 0 Euro ist. So, und dieser Auszahlungsbetrag ist jetzt der Erwartungswert, der entsteht, wenn das Glücksrad gedreht wird. Auch hier habe ich die Formel noch einmal angeschrieben. Wiederholen wir noch einmal. Man bildet eine Summe aus Produkten, wobei jedes Produkt zwei Faktoren hat. Der erste Faktor ist der Wert, den die Zufallsvariable annimmt, und der zweite Faktor ist die zugehörige Wahrscheinlichkeit. Und wir schauen uns jetzt das Glücksrad genauer an, um zunächst einmal mögliche Werte der Zufallsvariablen festzustellen. Ihr seht, dass das Glücksrad auf den Sektoren die Beträge abgebildet hat. Zu gewinnen sind entweder 0 Euro, das kommt insgesamt viermal vor, 5 Euro, dafür gibt es zwei Sektoren, die dieses Ereignis ermöglichen, 10 Euro, das kommt einmal vor, und 15 Euro, das kommt ebenfalls einmal vor. Das heißt, die möglichen Werte von x, ich kürze das mit k ab, wären also 0 Euro, 5 Euro, 10 Euro und 15 Euro. Die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, p, dass die Zufallsvariable diesen jeweiligen Wert k annimmt, wäre im Falle von 0 Euro 4 Achtel. Schauen wir noch einmal das Glücksrad an. Weshalb 4 Achtel? Weil insgesamt 1, 2, 3, 4 von 8 Sektoren den Wert 0 Euro enthalten. Daher 4 Achtel, 4 von 8 Sektoren. Abgekürzt oder gekürzt eigentlich wäre das ein Halb. So, die Wahrscheinlichkeit, 5 Euro ausbezahlt zu bekommen, beträgt 2 Achtel, da es zwei Sektoren mit dem Aufdruck 5 Euro gibt. Gekürzt ein Viertel. Und jeweils ein Achtel beträgt die Wahrscheinlichkeit, 10 Euro oder 15 Euro zu gewinnen. Schauen wir uns noch einmal das Glücksrad an. Es gibt jeweils einen Sektor mit 15 Euro, einen Sektor mit 10 Euro, daher eine günstige Möglichkeit jeweils und 8 Möglichkeiten gibt es. So, jetzt bleibt nur noch den Erwartungswert zu berechnen. Das wäre für den Auszahlungsbetrag einmal. Also, der Wert 0 Euro wird mit der Wahrscheinlichkeit ein Halb ausbezahlt. 5 Euro werden mit der Wahrscheinlichkeit ein Viertel ausbezahlt. 10 Euro werden mit der Wahrscheinlichkeit ein Achtel ausbezahlt. Und 15 Euro werden ebenfalls mit der Wahrscheinlichkeit ein Achtel ausbezahlt. Wir bekommen also insgesamt, wenn wir das ausmultiplizieren, 10, 20, 35 Achtel. Oder 4 Ganze, 3 Achtel Euro. Das ist jener Betrag, der im Mittel, wenn eine hohe Anzahl von Drehversuchen am Glücksrad durchgeführt wird, vom Betreiber ausbezahlt werden muss. Und jetzt schauen wir uns noch einmal die Aufgabenstellung an. Gefragt ist der Erwartungswert des Reingewinns. Und das ist die Differenz aus Einsatz und Auszahlungsbetrag. Und der Einsatz waren 5 Euro, also der Reingewinn G, waren diese 5 Euro minus 4 ganze 3 Achtel Euro und das gibt insgesamt 5 Achtel Euro oder 0,625 gerundet 0,63 Euro. Das bedeutet, pro Person, die das Glücksrad dreht, kann der Betreiber im Durchschnitt, im Mittel auf lange Sicht, einen Reingewinn von 63 Cent gerundet erwarten.